Herzlich willkommen, geliebte Freunde, Investoren, Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start an diesem Tag gehabt und habt den Tag auch genossen. Es ist schon wieder ein bisschen spät geworden. Ich werde heute auf zwei verschiedene Fragen und Themen angehen, die jetzt gerade aktuell sind. Was ist mit Quant los? Es wird gesagt, dass Quant tot ist, weil jetzt 15 oder jetzt schon 20 Tage auf Quants Twitter-Account nichts los war. Auf der anderen Seite wird von vielen behauptet, ja, was ist denn mit XRP jetzt? Die Klage ist durch und warum geht das Ding nicht auf utopische Preishöhen? Und darauf werden wir heute auch ein bisschen eingehen. Okay, fangen wir mit dem Thema von Quant an. Der CEO von Quant und der Gründer auch ist Armenier, wie ihr wisst. Und der hat jetzt einen Post, einen politischen Post gemacht gehabt, beziehungsweise einen Tweet oder X, ich weiß gar nicht mehr, wie man es heute nennen soll. Und es geht dabei um den Nagorno-Karabach oder den Artsakh-Situation. Und da sagen jetzt viele, ja, dass das hätte nicht politisch werden dürfen, nicht in seiner Position. Was halte ich jetzt davon? Ich habe zum Beispiel gestern einige Informationen, ich habe direkt Familie, die in Bergkarabach-Region sind, über 30 Familienmitglieder, von meiner Mama mehr, drei oder vier Cousins auch. Und man bekommt halt Sachen mit, die wirklich sehr verstörend sind. Die Aserbaidschaner sind da gerade am Zug. Sie behaupten ja, dass Armenier dort irgendeinen Angriff gestartet hätten und darauf müssen sie jetzt eine Offensive starten. Was da wirklich irgendwelche Bürger, die umzingelt sind von aserbaidschanischen Soldaten mit einer russischen Friedenstruppe, die nicht eingreift, wenn da Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Was jetzt diese kleinen Armenier da irgendjemanden angreifen sollen, das weiß ich nicht, aber das ist jetzt der offizielle Grund gewesen und Aserbaidschan hat halt eine Offensive gestartet. Und ich kriege halt durch die Familie, die dort ist, die schrecklichsten Dinge mit, die dort passieren und die Russen, die schauen weg als Schutzmacht, die tun da nichts. Und man fühlt da, ich persönlich weiß ganz genau, wie sich Gilbert Vartian führt halt, ne, der CEO, dass er sich dazu geäußert hat. Darum habe ich gestern auch keinen Livestream gegeben, weil als ich erfahren habe, was da passiert, was da mit jungen Mädchen passiert, was sie da tun und Kinder letztendlich auch über, ich will gar nicht auf diese Themen eingehen, alle, die sind wirklich schrecklich und verstörend. Ich war gestern so down, dass ich keinen Livestream geben konnte. Ich habe das erst dann auch gesagt gehabt und aus dieser Perspektive kann ich ihn sehr gut verstehen, dass er sagt, es ist mir vollkommen egal, es hat hier jetzt nichts mehr mit Krieg zu tun. Das sind einfach irgendwelche Verbrechen, die an irgendwelchen Zivilisten begangen werden und da werde ich jetzt meinen Einfluss auch nutzen, um das publik zu machen. Ich persönlich habe es nicht getan, weil ich versuche Politik und das, was wir hier tun im Crypto-Space, komplett voneinander zu trennen, was mir oftmals nicht sehr leicht fällt. Aber jetzt an der Stelle, wo halt Gilbert das getan hat und das jetzt so publik ist und es jetzt gesagt wird, dass Quant tot ist, das ist Schwachsinn. Quant ist nicht tot, das System funktioniert immer noch, sie haben immer noch ihre ganzen Partner, nur weil auf Twitter jetzt 15 oder 16, 17 Tage nichts gepostet wird, heißt es doch nicht, dass das Projekt tot ist. Aber um jetzt nochmal darauf einzugehen, was ich davon halte, ob Quant tot ist oder nicht, das ist reinster Schwachsinn. Ich habe gestern den Dip tatsächlich nachts etwas eingekauft. Ich habe zum ersten Mal jetzt in Quant investiert. Aslan hat schon in den 15-Dollar-Bereichen eingekauft. Ich habe jetzt bei ungefähr 80 Dollar leicht eingekauft. Ich bin der Meinung, es wird eventuell noch stärker fallen. Darum, nein. Wenn alle denken, es ist tot und der Preis fällt, was mache ich? Ich kaufe. Algorand ist gefallen, alle sagen, es ist tot, was mache ich? Ich kaufe Algo ein. So verdient man Geld, indem man nicht der Schafsherde folgt und das tut, was alle tun, verkaufen in Panik, sondern wenn die Preise unten sind, dass man dort einkauft, um die höheren Preise dann genießen zu können. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen, ja, ich kann Gilbert sehr, sehr gut verstehen. Ich weiß ganz genau, was er da fühlt. Ich bin sogar manchmal auch kurz davor zu sagen, Mann, das ist mir sowas von egal. Wenn da so schlimme Sachen passieren, dann muss man das doch publik machen. Auf der anderen Seite wird das dann als Propaganda und was weiß ich was, als Hetze deklariert. An der Stelle möchte ich auch an viele Armenier und Aserbaidschaner appellieren, die sich das hier angucken. Ja, es passieren dort Kriegsverbrechen. Ich kann zu keinem Zeitpunkt sagen, dass Armenier zu jedem Zeitpunkt in einem Krieg sowas nicht begangen haben. Wahrscheinlich ist das auch passiert. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht zu 100% verneinen.
Im Krieg passieren schreckliche Dinge. Das, was man nicht machen darf, ist, dass jetzt der Armenier sagt, ich hasse alle Aserbaidschaner, und der Aserbaidschaner sagt, ich hasse alle Armenier. Das ist das, was die Politiker, was die Mächtigen von uns wollen. Nein, ich hasse keinen Aserbaidschaner. Ich hasse die Menschen, die solche schrecklichen Dinge da tun. Die solche menschenverachtenden Dinge dort tun. Ja, die kann man hassen, die kann man verurteilen. Aber man darf nicht eine komplette Nation verurteilen. Man darf jetzt nicht Hass gegeneinander schüren. Ich kenne Aserbaidschaner, ich verstehe mich sehr, sehr gut mit denen. Und zu den früheren Zeiten auch. Darum, man darf auch jetzt nicht in diese Richtung gehen, dass man sagt, ha, das sind doch Moslems. Das habe ich jetzt auch schon gehört. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Jeder, der irgendeinen Unschuldigen angreift und ihn auf irgendeine Art und Weise verletzt oder ihnen nichts Gutes tut, der verstößt gegen jegliche islamische Grundsätze und Gesetze. Das hat auch nichts mit der Religion zu tun oder sonst irgendwas. Darum, an der Stelle müssen wir halt aufpassen, dass das nicht in irgendeine Richtung rutscht, dass es in Richtung Hass geht oder auch die Religion oder auch diese Nation. Nein, es gibt Menschen, die tun schlimme Sachen, und es gibt Menschen, die das nicht tun. Fertig. Die schlimme Sachen tun, genau diese Menschen sollte man zur Verantwortung ziehen und das nicht auf eine ganze Nation ausbreiten. Darum, das, was in dieser Welt fehlt, ist einfach ein bisschen Liebe. Und an der Stelle, ja, ich kann Gilbert Vartian sehr gut verstehen, aber ich habe mich noch so im Griff, dass ich dann sage, hey, dann mache ich einen Tag Pause, dann, ich kann emotional einfach gerade nicht, statt irgendein Video zu machen, wo ich dann darüber spreche. Aber ja, ich denke mal, das ist ein wichtiges Thema und viele, viele sollten das hören, auch auf beiden Seiten. Denn das, was Soldaten dort tun, das, was Politiker machen, das hat oftmals nichts damit zu tun, was der Großteil der Bevölkerung möchte. Und darum, ich appelliere einfach an jeden, der sich das anschaut und sieht, wir müssen unser Hirn einschalten, wir dürfen nicht alle über einen Kamm ziehen, weil das verursacht einfach nur Hass. Und ich habe noch nie gesehen, dass Hass mit noch weiterem Hass auf irgendeine Art und Weise bekämpft werden kann. Überall da, wo Hass ist, da kann nur Liebe die Lösung dafür sein und diesen Hass letztendlich zum Auflösen bringen und aufhören, es weiter zu befeuern. Das andere Thema ist XRP. Ja, Ripple verkauft so viel und wir haben doch jetzt die Klage gewonnen. Und warum geht der Preis denn nicht durch die Decke? An der Stelle möchte ich mal kurz auf einen Livestream zurückblicken und euch zeigen, was ich euch zu dem Zeitpunkt gesagt habe. Schauen wir mal eben kurz rein. Denkst du, diese Preisanstiege ist nachhaltig oder könnte noch Dips auf 50, 60 Cent kommen? Ich meine nicht, dass es nachhaltig ist. Das ist ein reinster Pump and Dump meines Erachtens. Das ist ein rein spekulativer Anstieg. Das ist jetzt kein Anstieg, der verursacht worden ist durch Anwendung. Und alles, was durch einen rein spekulativen Anstieg verursacht worden kann, kann auch wieder nach unten dippen. Hey, das kann auch sein, dass das Ding nie wieder fällt. Wer weiß, der Markt ist gerade so verrückt. Ich denke gerade überhaupt nicht darüber nach, ob der weiter steigt oder wieder fällt. Das ist mir vollkommen egal und irrelevant. Sollte der wirklich auf 20 Cent sogar runterfallen, hey, ich habe mir jetzt wieder Geld beiseite gelegt, dass ich da wieder stark reinsteigen werde und XRP meine stärkste Position dann wieder wird. Sollte das nicht passieren, hey, bin ich trotzdem zufrieden mit dem, was ich habe und das Ding weiter durch die Decke geht. Das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Livestream, genau an dem Tag, wo die Klage durch war und wir diese positiven Informationen bekommen haben. Was habe ich euch da gesagt gehabt? Später im Livestream habe ich sogar auch gesagt, dass ich erwarten würde sogar, dass wir auf den Preis zurückfallen, wo der Pump gestartet ist. Warum? Weil es ein rein spekulativer Anstieg war. Und viele erwarten halt einfach viel zu viel. Die investieren hier rein und denken sich, boah, warum geht das denn nicht durch die Decke? So viele Partnerschaften, so viele Zentralbanken, so viele Banken und Firmen, die mit Ripple zusammenarbeiten. Warum geht der Preis nicht nach oben? Es ist nun mal so, dass wir im Finanzsektor mehrere Jahrzehnte brauchen, bis eine neue Technologie implementiert wird. Schaut euch das mal an. Der ISO 200 und 22 Standard, der wurde 2004 introduced. Welches Jahr haben wir jetzt? Welches Jahr haben wir jetzt? Wenn ich mich nicht irre, sollen alle Banken erst 2025 auf diesen Standard laufen. Das ist ein Messaging-Standard halt, ne? Sodass jede Bank die gleiche Sprache spricht. Das erleichtert die Kommunikation und den Datenaustausch letztendlich. Überlegt euch das mal. 2004, 20 Jahre bzw. 21 Jahre später soll es für jede Bank Pflicht werden. So langsam ist der Finanzsektor.
XRP und Ripple bringt jetzt eine Revolution, die wir im Finanzbereich so noch nie vorher gesehen haben. Ihr dürft da nicht erwarten, dass wir von heute auf morgen sofort Anwendung sehen. Das, was die Klage uns gebracht hat, was ich auch im Video gesagt habe, ist, dass wir langfristig eine positive Entwicklung erwarten können. Kurzfristig können solche Pumps und Dumps passieren, können solche Volatilitäten passieren. Das ist einfach nur Ablenkung. Da dürfen wir uns nicht von ablenken lassen. Und ja, ich habe es wieder getan. Ich habe gestern einige Kryptowährungen nachgekauft. Ich habe etwas stärker Casper nachgekauft. Ich habe etwas stärker IOTEX eingekauft. Ich habe etwas stärker SmartKey eingekauft. Und zum ersten Mal auch den Flare-Token, weil er halt ziemlich stark gefallen ist. Weiterhin habe ich Fetch AI nachgekauft, auch ein kleines bisschen, nur nicht zu viel. Quant habe ich auch ein bisschen nachgekauft, aber auch nur ein kleines bisschen, auch da nicht zu viel. Darum, wer es mir gerne gleich tun möchte, geht hier über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitwavo. Ihr bekommt 10 Euro geschenkt. Ihr handelt hier in einer Exchange, die weltweit mit die geringsten Gebühren anbietet. Und in der ersten Woche dürft ihr auch gebührenfrei traden. Ihr habt hier eine 100.000 Euro Versicherung auf eure Assets. Ihr seid hier in einer Exchange unterwegs, die EU-reguliert ist, die ihre Notes mehrfach absichert. Darum geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitwavo und tradet safe. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Genießt den Abend, umarmt eure Geliebten neben euch, denn oftmals ist es nicht selbstverständlich, dass man so im Frieden leben darf, so wie wir es hier tun, so wie in vielen, vielen Bereichen der Welt. Darum seien wir Gott dankbar, dass es so schön ist, wie es ist und dass wir so leben können, so wie wir leben. In diesem Sinne, Crypto Heroes out, meine Lieben.